Aktualität, schauspielerische Wucht, Santi Seska natürlich, aber auch die Markenzeichen meines nächsten Gastes. Verschärfend kommt hinzu, dass er eine ausgesprochen entzückende Frau ist. Vorhang auf für die sächsische Revolverschnauze Simone Sölger. Du, Sächsen. David. David, ich höre uns auf. Hören Sie auf, also die sind, also diese mit dem Humor hier, ihre Fröhlichkeit, hören Sie auf. Also wirklich, Sie gucken ganz heiter hier. Nee, wirklich, tun Sie es nicht. Das verwirrt mich für nur noch mehr. Glauben Sie, Sie strahlen das, wir sind doch alle verwirrt genug. Also können Sie es mir zum Beispiel wirklich mal erklären? Nehmen Sie diesen Gutenberg. Der hat doch eben noch versprochen, rückhaltlos aufzuklären, nicht? Dann hetzt er richtig die Anwälte nach Bayreuth. Und, oh, die Uni, die hat ja jetzt bestätigt, er war bei Bewusstsein, als er abgeschrieben hat. Verstehen Sie, ist er doch noch mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Ja? Wenn Sie sich da erinnern, mit einem großen Zapfenstreich, also ein glatter Arschtritt hätte es auch getan. Verstehen Sie? Da ruft er, Ihr Seehofer hier, da ruft er dem doch hinterher, hat er doch gerufen, du bist einer von uns, du bleibst einer von uns. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ruft der CSU-Chef einem Betrüger zu. Du bist einer von uns. Na, wo er recht hat, hat er recht. Also, wo er recht hat, ist unglaublich. Unglaublich, hier bei Ihnen. Aber trotzdem 104% der Bild-Zeitungsleser ja, sind ja dafür, dass Gutenberg weiter als Arzt praktizieren darf. Völlig irre, völlig irre. Kannst du es mir nicht erklären? Völlig irre, ja? Und können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als die Antikriegs- und Anti-Atompartei noch nicht CDU hieß? Damals, vor 2 Wochen. Ich bin ja völlig verwirrt. Das hältst du doch nicht aus. Da bin ich neulich in meine kleine Kammer auf die Knie. Nach langer Zeit habe ich gesagt, lieber Gott, kannst du es mir vielleicht erklären? Also wirklich, ich kann mit alles, was geschrieben ist, kann doch gar nicht mehr geglaubt werden. Ja? Und Gott sah, dass es gut war, heißt es. Eine Erkenntnis, die eindeutig aus der Zeit vor der Geburt von Markus Söder stammen muss. Da haben Sie aber auch Pech ja mit dem Söder, du liebes Bissi, tun mir richtig leid, du. Dieses fränkische Standgebläse ist ja unglaublich. Also, Vater, das ist doch ein Wende. Das ist doch ein Wendehals mit ISA 1 hier, unglaublich, ja? Also, wenn man beschädigte Reaktoren von außen mit Wasser kühlen kann, warum spritzt dann keiner den Seehofer mal mit dem Gartenschlauch ab? Ist doch das, jetzt kokettiert er. Jetzt kokettiert er plötzlich mit den Grünen, war vorher nicht möglich. Sagen Sie mal, wie weit kann ein Wendehals seinen Kopf drehen, bevor es ihm das Genick bricht? Dass er sich nicht vor seinem eigenen Ersprochenen ekelt. Lieber Gott, sag mal, wie kannst du nur so viel Leid zulassen? Tsunamis, Erdbeben, der ZDF-Fernsehgarten. Warum? Dann schickst du uns so einen Oettinger vorbei, der immer was vom Stresstest von Atomkraftwerken erzählt. Das Stresstest, das fordert ausgerechnet einer, der keinen einzigen mehr überstehen würde. Verstehen Sie? Würde überhaupt keinen aushalten. Ja? Merkel sagt, niemand konnte ahnen, dass Atomkraft so gefährlich ist. Ja, Frau Merkel, schwarz-gelb ist eben nicht umsonst die Farbe von Atommüllfässern. Man muss aber auch ein bisschen jetzt in Schutz nehmen. Gucken Sie, die letzte Zeit ist er mal an Krücken gegangen. Da denkt man schon mal über eine Laufzeitverlängerung nach. Also unglaublich, die Merkel, wenn man sich überlegt, dass die mal eines der erfolgreichsten und schnellsten Spermien ihrer Gruppe war. Hältst du nicht aus, wirklich. Lieber Gott, erklär dich mal, vielleicht gibt es auch einen Grund für die Existenz der FDP. Vielleicht hast du dir gedacht, das mit den Heuschrecken hat die Menschen nicht genug erschreckt. Jetzt versuche ich es mit einer richtigen Plage. An welchem Tag hast du denn diesen Rainer Brüderle erschaffen? War das Absicht oder Sekundenschlaf? Kriegt die FDP im Moment überhaupt noch was auf die Beine? Gut, die haben ja wenigstens bekannt gegeben, wer der Vorgänger von Christian Lindner wird. Aber sonst, du, außer diesen Personaldiskussionen, gibt's da irgendwie Konzepte? Gibt's jetzt eine Steuererleichterung für Eselzüchter?
Oder doch die Zusammenlegung von Hartz IV und dem II. Da kannst du doch nicht alles dem Westerwelle anhängen. Der tut mir auch schon wieder leid. Jeder blöde Witz wird gerissen. Seine eigenen Partei null Rückhand doch vor. Der tut mir ja schon leid. Da werden Witze erzählt, finster. Westerwelle steht nackt vorm Spiegel. Was sieht er da? Seinen eigenen Anhänger, seinen letzten. Das ist doch furchtbar. Das ist doch ganz niederstes Niveau. Also wirklich. Andererseits, man muss sich nicht wundern, wenn man sich die ganze Zeit um sich selber dreht, dann muss man sich nicht wundern, dass man irgendwann die anderen ankotzt. Jetzt gib mir mal ein Zeichen, lieber Gott. Wir warten hier im Schlachthof. Erklär dich mal. Mach mal irgendwas Unvorhergesehenes. Verblüff uns. Schick mir einen Scheck. Lass den Papst in Afrika Werbung für Kondome machen. Oder schick den 60ern endlich mal einen Vorstand, der was von Fußball versteht. In diesem Sinne, Amen. Ich weiß, Otti, ich weiß. Du musst noch mit mir sprechen. Die 60er. Na, im Prinzip war es schlecht. Die so einzigen, die sie auskennen, sitzen jetzt da umeinander. Simone Solger, dein schönes Programm bei Mehrgas unter dem Sofa, 16. April in Würzburg, 14. bis 27. Mai in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Dein Vortrag zeugt von einer großzügigen Zeitungslektüre, die du dir zufügst. Ja, wirklich. Christian, was du wissen, als Kabarettist immer Zeitung lesen, kommst gar nicht zu so viel. Es sind solche Dinger, ne? Alles durchzuwirtschaften. Manchmal gehe ich zum Arzt, um Zeitung zu lesen, weil ich es gar nicht schaffe. Und ich schreibe auch, du kommst auch nicht, das ist so viel an Material, oder? Du steigst nicht durch, du blickst nicht. Sag mal, wenn man jetzt nimmt mal, oh Gott, jetzt nehmen wir mal diesen Kachelmann-Prozess, da steigst du nicht durch. Ich wollte das mal erforschen. Da steht der seit Wochen und Monaten da vor Gericht, ja? Dann hat er geheiratet oder wie? Dann Alice Schwarzer ist da als Zeugin aufgetreten. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der Kachelmann hat doch alles besprungen, glaubst du es denn? Also, da blickst du nicht durch, ist einfach zu viel. Und welche Zeitung ist da besonders gut? Ja, alle durchweg, Bild der Frau, was weiß ich, Bild hier. Ich habe heute früh hier mal bei euch im Münchner Merkur, ist auch ein ganz schönes Wurstblatt teilweise, oder? Also da sind, dann kommen immer Statistiken da drin, ich weiß nicht mal, wie die auf sowas kommen. Da hab ich, heute früh habe ich noch gelesen, das wollte ich mir merken, das ist eine Statistik, da haben wohl 4.153.273 Leute im letzten Jahr geheiratet. Also ich will keinen Stress machen, aber müsste es nicht eine gerade Zahl sein? Völlig bekloppt, oder? Völlig bescheuert. Ja, sowas steht hier. Ist ja bekloppt, oder? Münchner Merkur. Das steht im Münchner Merkur. Für 53% der Frauen ist der Humor des Partners wichtiger als sein Geld. Und die restlichen 47% sitzen in einem Porsche und lachen über solche Umfragen. Ja, da kommt einer aus dem Osten und sagt es uns. Hör doch mal mit dem Osten. Wer beim Titel Platzende Hirsche an Platzhirsche denkt,